beim letzten Mal habe ich als Boxenstopp-Arbeiter habe ich unser Auto ein bisschen modifiziert. Next up, Robert Knox. Da müsste jetzt eigentlich die rote Flagge kommen und den Antrieb von einem Multimillionär-Auto weggefetzt. Und alle guten Dinge sind drei, so. Ja, das waren die goldenen drei, die wohl das Auto wieder am Laufen gebracht hat und den guten Robert zum Sprengen gebracht hat. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Oh, was war das für ein Voice Crack? Wir gehen nach Kolumbien, Santa Fortuna. Ich klinge wieder sehr angeschlagen, weil wir müssen natürlich Hitman direkt am Anfang des Tages droppen, wie immer. Und was wir am Anfang droppen, ist auch der Einsatzbericht. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client. A former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Jawohl! Drogen! Drogen! Okay, wir müssen so drei Drogenbarone killen. Einmal so eine Dame, die gerne ein paar Drogen weltweit verkaufen möchte. Der erstellt die Drogen und der liefert sie. Der erstellt und der, keine Ahnung, finanziert die Scheiße wahrscheinlich. Und das wollen wir natürlich verhindern. Okay, ach Digga, was ist das denn bitte für ein Outfit? Wir gehen natürlich mit dem Clowns-Outfit. Mit irgendeinem Anzug hätte ich Bock. Wir gehen mal mit den hier. Sonnenuntergangsflair. Und welche Knarre nehme ich hier mal mit? Oh, hat die Schalldämpfer? Weil dann könnte ich... Nee, die hat keinen Schalldämpfer. Das ist bescheuert. Dann nehmen wir mal so eine Knarre. Fisch. Ja, Fisch, Dietrich. Ist doch gut. Let's go. Am besten, wir nehmen uns auch noch eine Story-Mission. Hier sowas wie steinernes Herz, was ich selber noch nicht gemacht habe. Ihr seht ja, was ich noch nicht gemacht habe. Also wir haben das hier noch nicht gemacht, das hier noch nicht gemacht, das hier noch nicht gemacht. Da können wir diese drei Sachen machen. Gut, dann los geht's. Welcome to Colombia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons,
Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Weidmannsheil, genau. Also, die eine Dame, die ist dort hinten, die ist eigentlich immer, wirklich nur dort drinne. Und läuft wahrscheinlich ein bisschen hier rum, das war's. Der gute Rico Delgado, der chillt da in seine Base. Und der gute George Franco, der ist ein bisschen am Drogen schnüffeln. Das ist doch super. Ja, geiles Setting. Auch mal diese geilen Mexiko-Drogen-Komplott-Sachen mitzubekommen. Das ist cool. Das macht irgendwie Spaß. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Drogen mag oder so. Oh, die hätten ja Brechstange gefunden. Oh. Tut mir leid, Leute, ich musste euch wegmachen. Na gut. Wenn wir zum Straßenzeug oder zum Herrenhauswachmann? Ich glaube, Herrenhauswachmann mit einem Kokain-Brick will ich doch lieber sein. Gott, wir sind gut ausgerüstet. Ich könnte ihn hier auch runterschubsen. Oh, hier darf ich gar nicht mehr sein. Scheiße. Alles gut. So, dann gucken wir uns mal um. Untersuchen. Delgado-Statue. Ich wollte jetzt den Text da sehen. Ja gut, den müssen wir jetzt lesen. Rico Delgado wird für eine Enthüllung einer Statue auf dem Marktplatz erwartet. Das klingt doch vielversprechend. So, der stets stilsichere Rico Delgado hat eine Statue von sich selbst im Auftrag gegeben, um den Dorfplatz zu schmücken. Bei der heutigen Enthüllungszeremonie sollen eine örtliche Band und Rico Delgado persönlich auftreten. Ich würde vorschlagen, Sie schauen sich das mal näher an, 47. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, Delgado außerhalb der Mauern seines Anwesens zu erwischen. Great to see somebody doing their job. Sleeping it off in the streets? I'll have your hide. Get up right now, find your drunken friends, and get your asses to the stage to get ready to perform for the unveiling. I'm sorry. I'm very sorry. I don't know where the others are, but I'm sure they'll be here soon. Make sure they are. Otherwise, this will be your last hangover. Die hat dich ja aber komplett weggenatzt. Okay, aber den Typen brauchen wir noch für die Band. Wo kommen wir denn da hoch? Tut mir leid. Okay, sie sind wieder beruhigt. Ich habe ja das andere Outfit hier auch noch. Dann können wir erstmal da drüber gehen. Und dann holen wir uns die andere Verkleidung. So, Jungs, darf ich jetzt rein? Eso. Jawohl, dankeschön. So. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel, um die Kacke hier zu sabotieren. Ach, das war wieder klar. Gibt's bestimmt irgendwo eine Werkstatt oder so. Da unten, was ist da? Sieht aus wie so eine Bar. Okay. Da war. Hat sie ja gereimt. Ja, ich bin hier die ganze Zeit nur auf der Suche nach einem Schraubenschlüssel und ich habe hier irgendwie 5 Leute noch umgebracht. Scheiße, sie muss hier weg. Hola, G.I. Joe. Hola, G.I. Joe, ja, ja. Fresse. Oh Gott, endlich einen Schraubenschlüssel gefunden. Hat er wieder ewig gebraucht. Und dafür halt nochmal 5 Leute umgebracht. Super. Das lohnt sich doch. So.
Ich will jetzt hier sabotieren. Hey, ich sabotiere nicht mal richtig. Okay. Könnte auch direkt schubsen, aber das machen wir noch nicht. Finden Sie die drei vermissten Mitglieder der Band. Jetzt muss ich die auch noch finden. Können die nicht selber kommen? Mucke aus, hab's dir dreimal gesagt. Ich glaube, sie sagt. Jetzt wird ja mal aufgestanden. Arbeiten! So, perfekt. Oh, der hat einen Schlüssel. Wahrscheinlich für seine eigene Bude. Kann man da mal einbrechen. Zack, zack. So, Hauskontrolle. Also, wie müffig das hier aussieht. Aber das könnte ein Bandmitglied sein. Na, guck mal. Bandmitglied, Drummer. Ah, guck mal, sind es nur noch zwei. Alter. Boah, es sind auch hier Fliegen, überall Mücken. Schnell raus hier. Ah, hier ist doch einer. Hier, einfach mal Wasser anmachen. Aufwachen. Welche Uhr? Ja. Nela. Wir müssen arbeiten. Moin. Oh, Dios mio, that hurts. I've seen worse. You shaved your head? You crazy guy. Oh, well, time to go on stage, I guess. But hurry up. Somebody, eh? So I'm told. Hey, did you see Pablo? Last I saw him, the idiot was trying to steal a tuk-tuk behind a bar somewhere. Can't drive for shit, though. I hope he's okay. Danke, der Typ hat mir einen Tipp gegeben. Also irgendwo ist so ein Tuk-Tuk. Und da ist er anscheinend. Aufwachen! Jetzt musst du arbeiten. Los, los, los. Ay, Dios mio. Ay, my head. What a party. Looks like it. Holy shit! You shaved your head? Amigo, you do the craziest things. It was time for a change. Oh, by the way, did you catch Raul? He talked about trying to take the midnight bus. That crazy fool didn't have any money. He must be by the cliffside. Ich hab ihn gekillt. Alles gut. Dios mio. Gut, dann treten wir mal auf. Okay, jetzt machen wir schon mal ein bisschen Musik. Und dann kommt gleich der Rico Delgado. Ah, da ist er ja schon. Guck, da drüben steht er. Rico! Unser Badass Kokainmeister. Drumroll, please. Okay, Drummerwirbel. Er ist tot! Ja! Rico Delgado has been eliminated. Jawollo! Das wollten wir doch alle. Warte mal, der hat was gedroppt. Sportwagenschlüssel. Sorry. Okay. I know he's here. Dann gucken wir mal, wie wir die Dame hier killen. Why doesn't she just get him herself? She's got a lot in her mind. The construction of the new plant has been stalled for days now because of what they found there. She needs him to cleanse the place. But why do I have to go get him? So, Andrea Martinez wants the local shaman to do a spirit cleanse at the construction site. She's ordered her sicarios to summon him, against his will if necessary. I suggest you get involved, 47. After all, getting rid of bad influences is what you do best.
Okay, ein Schaman soll eine örtliche Reinigung machen mit einem Ritual. Wie das klingt. Oh nein, was ist denn das hier für ein Club? Oh Leute. Ich kann mich hier hinsetzen. Ja, ich will eigentlich nicht, aber ich möchte dich haben und dann dich benutzen, um diese Martinis zu killen. Frosch! Ich habe mir kurz... Okay, man kann 5 Frösche finden. Da muss man echt schnell sein. Und hier gibt es irgendwas in den Pflanzen zu kriegen. Giftige Blumen. Oh, Brechmittel gleich dazu. Ich könnte ja hier das einfach mal nicht vergiften, okay. Scheiß auf den Rentnerclub. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt hier kein lautlöser Killer bekomme. So wird das geregelt. Und nicht anders. Ah, Taita. It's a pleasure to see you in the village. Miss Martinez should be back soon. Feel free to wait inside. Welcome, Taita. Miss Martinez is waiting for you in her office upstairs. Go right in. Okay, ich darf einfach reingehen. Wie geil ist das denn? Okay. Hallo, Yosh. Hey, warten Sie mal kurz. Well, the famous shaman decides to show up after all. I'm pleased to finally put a face to the myth. I was beginning to think you didn't exist, what with your not replying to any of my inquiries. I've been looking forward to meeting you, Miss Martinez. All right. I need you to get over to the construction site on the outskirts of the village. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreational time. I need you to go over there as soon as possible and wave your magic wand or do an interpretive dance or whatever it is you do. I can do that. You can walk with me if you don't know the way. Otherwise, I'll see you there. Just don't take too long. I'm an important person and have many things to do. I will not wait around. Very well. Lava, kein Scheiß. Du machst hier keine wichtigen Sachen. Du bist eine Drogenfrau. Eine Drogenfrau. Und die muss ausgeschaltet werden. Oh Gott, wie weit ist denn bitte die Baustelle entfernt? Gut, dann... Boah. Bis gleich. Moin, ich hab gehört, ich soll hier Schabernack betreiben. Das finde ich doch super. Ja, das gleiche mache ich jetzt hier auch auf der Baustelle. Taita, so good to finally have you here. You have been sorely missed. Happy to be here. So, here's the problem. We're digging some holes for the foundation work, and we come across these, well, bones, I guess. Turns out they're human, and the workers seem to think they're part of some old grave. Sounds likely. Yeah. So now, they're on strike. Won't work until the site is cleansed. But this is where you come in, you know? You think you can help us out? I'll do my best. Excelente. Thank you so much. Muchísimas gracias. Okay, ich soll jetzt hier so einen Streik beenden. Was ist denn hier passiert? Vor allem, was ist denn bitte hier diese Pampa? Ist das Kotze? Oh, gut, dass ihr euch hier alle versammelt. Warten Sie auf... Oh, jetzt kommt die Alte wieder. Are you the real deal or do you just get tourists? Hi. Hä, was flaverst du? Nee, ich tu nur so. All right, Taita. The stage is all yours. Cleanse away. Okay. Oh, la 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 la. Oh, heiliger Boden. Oh, heiliger Boden. Werde wieder zu einem tollen Boden. The site is clean now. Das hat bestimmt super viel gebracht. Aber wie kill ich sie jetzt? Excellent. Danke, danke, danke. A beautiful ritual. I
could genuinely feel the spirits bless the worthwhile endeavor. Ja, stimmt. Ich fühle mich auch immer besser, wenn man einfach die Arme hochmacht, wieder runtermacht. Expertly moved onto the afterlife by your Taita. I am confident this is the end of it. Das ist euer Ernst. Nicely done. Looks like the foreman is going to tour the site and show some of the machinery to Andrea Martinez. This might be your chance, 47. Vielleicht können wir uns als Arbeiter verkleiden und dann irgendwas sabotieren. So, ich habe eine Bauarbeiterverkleidung und hier gibt es irgendeine Info. Baumaschinenanleitung. Die Anleitung für einen hochmodernen Betonmischer. An diesem Modell hat man eine besonders starke Pumpe angebracht, die eine beträchtliche Menge Beton in sehr hoher Geschwindigkeit gießen kann. Laut dem Sicherheitshinweis sollte man niemals im Betrieb vor der Maschine stehen. Ah, genau das sollten wir ausnutzen. Hier können wir noch irgendwas mitnehmen bestimmt. Ja, tödliches Gift. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Aber bestimmt für irgendwas. So, ich musste jetzt halt nochmal alles neu machen, weil ich habe nicht gespeichert. Und ich habe kurz verkackt. Das war jetzt belastend. Weil der Kerl hier vorne mich voll genervt hat. Wer hat mich denn gesehen? Ach, der da wahrscheinlich. Ja, der guckt schon so. Ich kann die auch mit einem Kran killen. Entweder killen wir sie mit dem Kran oder mit dem Ding. Ich frag mich halt aber, wie schubse ich sie denn da rein? Muss ja irgendeine Möglichkeit sein. Der Pisser kann ja auch mal weggehen. Wer hat mich denn? Der halt, oder? Der da vorne hat mich gesehen. Ich werf mal hier eine Dose hin. Say what? You should probably check that out. Then. Why are you just standing around? Ich weiß nicht, wie ich denn mache. Do I know you, hombre? Hey, tonto. You have a learning... Gott, ich habe den Typen jetzt endlich beseitigt. I noticed some overtime requests, Mr. Rodriguez. It makes me wonder. Mach das da Timer an. Oh, die startet direkt vor der Nase von dem Teil. Wie geil war das denn? Das war aber perfektes Timing. Ja, geil. Oh, hier ist direkt nochmal ein Frosch. Bleib hier. Und jetzt fehlt uns nur noch der Drogenbaron, also der die Drogen herstellt. Even up, bro. There's no way we're finding a red box full of circuit boards out here. The pilot said he dropped it near here. If Franco doesn't get it, his fancy cocaine processing machine won't work. Fancy machine my ass. So, it sounds like the Delgado's helicopter pilot dropped a package over the jungle by mistake. A red box containing circuit boards for Jorge Franco's new cocaine processing machine. Sounds like a workplace accident waiting to happen, providing Franco can get his machine working. Jo Leute, hier ist Luke im Schnitt. Ich habe gemerkt, das Ende, wo wir den guten George Franco gekillt haben, wurde mein Mikrofon irgendwie gemutet und deswegen hat man mich am Ende nicht mehr gehört. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal schnell cutten und einfach mal erklären, was ich gemacht habe. Also, nachdem ich die Story-Mission angenommen habe, musste ich so eine Platine finden, die hing da so in eine Kiste, habe sie runtergeschossen und dann die Platine mitgenommen. Dann bin ich in diesen Drogenraum da gegangen, habe die Platine reingemacht und dann war der gute Franco alleine. Wo der Franco alleine war, habe ich ihn da schön reingestopft.
Ja, dann bin ich schnell abgehauen und alles war gut. Mission status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Source checks out. We can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Coming! Got what we came for. Move out. So, ich musste jetzt extra nochmal neu starten. Ja, das war's wieder mit Hitman. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Indien, in Mumbai. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.